man autofreier Sonntag in Hannover, ich denke, das sollte man öfters machen. Klingelingeling. Und hier habe ich noch mal was ganz Tolles gefunden. Das habe ich schon öfters gesehen, auch in den Zeitungen. Und ich freue mich, dass ich es jetzt live gesehen habe. Ein riesen Piratenschiff. Und so sieht das dann aus. Nicht? Das Schöne ist, das ist also befahrbar. Das wird vorne oder hinten ans Fahrrad hängen. Ich zeige euch gleich mal die Aufkopplung auch dafür. Ganz großartig gebastelt. Jetzt kommt in groß die Telefonnummer. Das ist der Kontakt sozusagen. Da kann man dann mal anrufen. Also, unglaublich. Und hier hinten kommt dann die Fahrradanhängung drauf. Und das ist das dann im Ganzen. Ja. Und das ist meins hier. Das passt zusammen. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Drahtesel oder besser gesagt auf dem Drahtpferd beim Verein für Kunstradsport. Und die haben sowas ganz Tolles gebastelt. Das zeige ich euch mal, wenn es klappt. Kamera läuft, ich begebe mich jetzt auf Schusters Rappen und reite so ein bisschen. Oh. Und jetzt wieder runter? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh, um die Wette hier. Du bist aber schon länger dran, ne? Unglaublich. Dann ist besser kein Zweimal drauf. Ist ja unglaublich hier. Kann man sich die Pferde auch mieten? Ja. Oh, das ist ja super. Darf ich noch eine Runde? Ja. Eine Runde mache ich noch. Das ist ja unglaublich hier. Du kannst auch noch drauf, wenn du möchtest. Sag mal, wie kriegen das hier? Das ist auch gut für die Beinmuskulatur, ne? Ja. Beine, Bauch, Po, glaube ich, hier. Ja. Also ganz toll, das ist gleichzeitig Beine, Bauch, Po, Becken, Nasenmuskeln. Also wunderbar. Vielen Dank. Wo findet man euch denn? www.vfk-kunstradsport.de. Ich sag's nochmal. Ja. www.vfk-kunstradsport.de. Hat er fein gemacht. Ich muss mich erstmal ausruhen. Vielen herzlichen Dank. Ich bin immer noch beim autofreien Sonntag heute in Hannover. Eben bin ich geritten und jetzt fahre ich mal in die Richtung. Mal sehen, was mich da erwartet. Genau. Der Christian hat seine Freundin mitgebracht und die wollen wir jetzt mal vorstellen. Achso, ja. Die Susi ist ein einfacher Zwei-Personen-Müllcontainer umgebaut mit multifunktionalen neuen Mieten. Das ist gut, glaube ich. Danke. Das reicht. Das ist toll.